Mann und Mädels, da bin ich wieder, euer Teddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ich habe wirklich sensationelle neue Nachrichten für euch am Start. Und zwar folgendes. Vor 4 Tagen, und zwar am 3. Oktober 2017, habe ich ein Video hochgeladen und habe euch in diesem Video gesagt, dass wir noch dieses Jahr 2 neue Updates erwarten werden. Und zwar noch ein Update in diesem Monat, und zwar noch vor Halloween, und ein weiteres Update wahrscheinlich irgendwann im Dezember, Anfang Dezember, noch vor Weihnachten. Und wie es der Zufall auch trifft, hat gestern Rockstar Games ein Newswire veröffentlicht, wo sie genau dieses Video alles bestätigt haben, was ich in dem Video gesagt habe. Als ob sie dieses Video gesehen haben und gedacht haben, hey, yo, Zeddy, das ist eine relativ gute Idee, es wäre wahrscheinlich cool, wenn wir das so machen würden, wie das Zeddy gesagt hat in diesem Video. Und wirklich alles, was ich in dem Video gesagt habe, wirklich alles, hat 1:1 gestimmt, obwohl ich keinerlei Informationen von Rockstar Games hatte. Ich habe mich nicht informiert, ob es irgendwelche Leaks dazu gibt, sondern es war alles meine persönliche Meinung und ich hatte wirklich mit allem recht. Aber kommen wir erstmal zu dem, was Rockstar Games gepostet hat. Und zwar, Rockstar Games hat gepostet, dass wir diesen Monat noch ein weiteres Update bekommen werden mit dem Verwandlungsrennen. Also sie nennen es Transform Races DLC. Es ist einfach nur die englische Übersetzung davon, aber ich hatte eigentlich mit dem Namen sogar recht. Und zwar, was ist denn überhaupt so ein Verwandlungsrennen? Und zwar, für die Leute, die es noch nicht wissen, möchte ich es nur ganz kurz erläutern, weil Rockstar Games hat ja dazu nochmal was gesagt. Und zwar, es ist einfach so ein Stuntrennen, wo einfach mit mehreren Fahrzeugen zu spielen ist. Zum Beispiel, man startet zum Beispiel mit einem Supersportwagen, fährt dann einfach so eine Strecke auf der Straße, plötzlich gibt es dann halt irgendwie so ein Icon, wo man einsammeln muss, und dann wird das Auto plötzlich zu einem Jet. Also mitten im Rennen wird das Auto dann plötzlich zu einem Jet. Man muss abheben, man fliegt dann an irgendwelche Passagen in der Luft, und in der Luft gibt es dann wieder so ein Icon, wo man einsammeln muss, und dann wird der Jet automatisch zu einem Boot und man fährt das Rennen einfach in einem Boot weiter. Und es geht halt ein paar Mal so, dass das Fahrzeug sich während dem Rennen halt in ein anderes Fahrzeug verwandelt, um halt einfach ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Spaß mit ins Spiel zu bekommen. Und Rockstar Games schreibt, dass es wirklich von Supersportwagen bis zu Geländewagen, von Booten über Jets bis Helikopter und sogar Fallschirmsprünge in solchen Rennen möglich sein wird. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein richtig krasses, interessantes Rennen. Also ich freue mich schon ein bisschen auf die Rennen, aber ich muss sagen, auf das DLC allgemein freue ich mich jetzt nicht so, weil es halt wirklich nur ein kleines DLC sein wird. Aber auf die Rennen bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das ganze Rockstar Games umsetzt. Und ich finde es auf jeden Fall richtig geil, was Rockstar Games sich da einfallen lassen hat. Wann wir das DLC genau bekommen werden, hat Rockstar Games noch nicht gesagt, aber sie schreiben halt diesen Monat. Und Ende des Monats haben wir Halloween, und die Spielinhalte von Halloween erscheinen ja meistens so 2, 3, 4 Tage früher. Und deswegen können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir am 24. Oktober, das ist ein Dienstag, dieses Verwandlungsrennen-DLC auf jeden Fall mit ins Spiel bekommen werden. Mit den ganzen Inhalten dann für Halloween, die dann ein paar Tage später dann freigeschalten werden. Wahrscheinlich am 26. Oktober, an einem Donnerstag, vermute ich jetzt einfach mal. Oder vielleicht am Freitag, ich weiß nicht genau, wie Rockstar Games das dieses Mal handhaben wird. Zusätzlich schreibt Rockstar Games noch, dass im Laufe des Jahres noch ein weiteres DLC kommen wird, wo wir dann auch dieses Stuntrennen bzw. diese Verwandlungsrennen auch im Job-Editor selber kreieren können. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch ein weiteres DLC bekommen, aber dazu gehe ich auf jeden Fall später nochmal drauf ein. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, weil das nächste DLC, das wird auf jeden Fall richtig krass werden, weil ich habe dazu noch eine kleine Vermutung und es wird wirklich sensationell werden. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Und zusätzlich hat Rockstar Games noch dazu geschrieben, dass wir 3 neue Fahrzeuge mit ins Spiel bekommen werden, und zwar dieser Hunter, dieser Coil Cyclone und der Vigilante oder wie auch ausgesprochen wird, also das Batmobile, werden wir auch noch mit ins Spiel bekommen. Ich denke mal, jeder von euch wusste das natürlich schon, weil dazu haben einige YouTuber und auch ich schon einige Videos darüber gezeigt, weil diese Fahrzeuge ja bereits im Spiel sind. Und weil Rockstar Games einfach die 3 Fahrzeuge angekündigt hat, gehe ich stark davon aus, dass genau diese 3 Fahrzeuge mit dem Verwandlungsrennen DLC mit ins Spiel kommen werden. Und weil wir, glaube ich, noch 2 offene Fahrzeuge haben, denke ich mal, dass wir nächste Woche am Dienstag noch ein weiteres Fahrzeug bekommen werden, dann an dem darauffolgenden Dienstag wieder ein Fahrzeug bzw. Flugzeug bekommen werden und das am darauffolgenden Dienstag, dass wir diese 3 Fahrzeuge dann ins Spiel bekommen werden, dass wir dann einfach alle Fahrzeuge vom Smugglers Run DLC dann endgültig Ende Oktober vollständig im Spiel haben. Und dann wird es wahrscheinlich so 2, 3 Wochen gehen, bis Rockstar Games dann die nächste Newswire raushaut über das neue DLC, das wir wahrscheinlich dann Anfang Dezember bekommen werden. Aber das soll noch nicht alles gewesen sein. Und zwar, Rockstar Games schreibt auch noch, dass wir 2 neue Gegner-Modis mit ins Spiel bekommen werden. Und zwar einmal diesen Condemned. Ich hoffe natürlich, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist einfach so ein Jeder-gegen-Jeder-Modus, wo einfach, wie Rockstar Games schreibt, jeder zum Tode verurteilt wurde. Und man das irgendwie nur überlebt, wenn man andere zum Tode verurteilt. Also was genau die damit meinen, kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Ich denke einfach mal, das wird so ein normales Deathmatch sein, wo einfach jeder gegen jeden spielt. Allerdings, das wäre zu einfach. Deswegen denke ich mir, dass dieser Modus noch ein bisschen mehr beinhaltet als ja einfach nur jeder gegen jeden in so einem Deathmatch. Und der zweite Gegnermodus, den wir mit ins Spiel bekommen werden, ist Dogfight. Es gibt ja bereits schon irgendwelche Jobs, die Dogfight heißen. Und das beinhaltet einfach Folgendes, dass man halt einfach in einem Flugzeug startet und dann einfach so eine Flugzeugstrecke
Schlacht hat. Wie so ein Fahrzeug-Deathmatch in der Luft halt, wo einfach jeder gegen jeden versucht, den anderen abzuschießen. Und der, wo wahrscheinlich die meisten Kills hat, der wird wahrscheinlich am Schluss gewonnen haben. Und ich denke, dass Rockstar Games genau sowas in der Art mit ins Spiel bringen wird, dass einfach mehrere Kampfpiloten gegeneinander spielen. Und der, wo halt am Schluss die meisten Kills hat, hat wahrscheinlich gewonnen. Einfach schon sowas wie ein Fahrzeug-Deathmatch, nur halt diesmal in einem Gegnermodus verpackt. Und jetzt kommen wir zum richtig interessanten Teil von dem Video. Klar, wir bekommen neue Spielinhalte, also zwei Gegnermodis und die drei Fahrzeuge, die wir ja eh schon wussten, dass wir die mit ins Spiel bekommen werden, und auch den Verwandlungsrennen-DLC wussten, dass sowas kommen wird. Aber Rockstar Games schreibt jetzt noch was Neues dazu, und zwar, es werden weitere Inhalte erscheinen im Laufe des Jahres. Das heißt, Rockstar Games kündigt jetzt schon noch das zweite DLC an, das wir im Laufe des Jahres bekommen. Das Jahr ist fast zu Ende. Die werden auch nicht zwei DLCs in einem Monat rausbringen oder kurz hintereinander. Deswegen wird es wahrscheinlich auf den Monat Dezember verlaufen, damit wir auch in diesem DLC dann die neuen Weihnachtssachen mit ins Spiel bekommen werden. Und zwar, Rockstar Games schreibt, dass wir neue Waffenfahrzeuge bekommen werden. Und darauf gehe ich später nochmal ein. Dann werden wir eine Erweiterung vom Portfolio von Legendary Motorsports bekommen. Was das genau beinhaltet, kann ich mir darunter noch nicht so wirkliches vorstellen. Ich weiß nicht, was Rockstar Games mit der Seite Legendary Motorsports vorhat. Vielleicht wird es dann sowas in der Art wie Benny Motorworks werden, wo man vielleicht auch dort schon getunte Fahrzeuge kaufen kann oder sowas in der Art. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen zeigen. Und dann schreibt Rockstar Games, es wird neue Immobilien bei der Maze Bank geben. Und wenn wir mal auf die Maze Bank Seite gehen, um zu schauen, was es dort zum Kaufen gibt, und zwar, da gibt es die ganzen Sachen vom Bikers DLC, da gibt es die ganzen Bunker vom Gunrunning DLC und da gibt es die ganzen Flugzeughangar vom Smugglers Run DLC. Und wenn wir nun weitere Immobilien für die Maze Bank Seite bekommen werden, dann heißt es auf jeden Fall, wir bekommen einen neuen Geschäftszweig, und das ist zu 100% safe jetzt. Und da wir im Smugglers Run DLC viele Sachen mit Piraten und sowas bekommen haben und ich auch bereits ja schon ein Video über das Piraten DLC gemacht habe, übrigens alle Links über das, was ich jetzt hier in dem Video sage, werdet ihr unten natürlich auch in der Videobeschreibung finden, könnt auch dort die Videos nochmal anschauen, also welche Fahrzeuge wir noch alle bekommen werden. Piraten Update DLC Video habe ich natürlich auch noch verlinkt, und welche Updates wir bekommen werden, habe ich natürlich auch noch verlinkt, könnt ihr natürlich alle drei Videos dort unten finden und euch natürlich auch anschauen. Und kommen wir aber wieder zurück zu der Maze Bank Seite, und zwar, wir werden einen neuen Geschäftszweig bekommen, und das kann eigentlich nur Boote sein, also Schiffe, Boote, Piraten, irgendwie sowas in der Art, weil dort gibt es einfach noch überhaupt gar kein DLC darüber und wir haben viel zu wenig Boote. Und wenn Rockstar Games schreibt, dass wir neue Waffenfahrzeuge bekommen, okay, was kann es denn sein? Wir haben Flugzeuge mit Waffenmodifikationen, wir haben Panzer bzw. militärische Fahrzeuge mit Waffenmodifikationen, wir haben normale Fahrzeuge mit Waffenmodifikationen. Und da fehlt eigentlich jetzt entweder Fahrräder oder Motorräder, was ich irgendwie jetzt nicht glaube, dass wir nochmal ein Motorrad-DLC bekommen werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir ein Fahrrad-DLC bekommen werden. Deswegen kann es einfach nur noch das Thema Boot bzw. Schiff sein. Und ich gehe zu 1000% wirklich davon aus, dass wir sowas wie ein Piraten-DLC bekommen werden, also einen neuen Geschäftszweig, was irgendwas mit Wasser, Boote, Pier, Piraten und sowas zu tun hat. Und davon kann man wirklich ausgehen, dass wir neue Boote mit ins Spiel bekommen werden und einen neuen Geschäftszweig bekommen werden mit dem ganzen Thema Boote und Schiffe und Piraten und sowas in der Art. Und ich habe auch schon eine kleine Vermutung, was für Fahrzeuge wir mit ins Spiel bekommen werden, also nicht nur ganz normale Schlauchboote oder Yachten oder sowas in der Art, wo man dann fahren kann, sondern wirklich spezielle Boote. Und da habe ich wirklich schon einige Ideen, die wir wahrscheinlich mit ins Spiel bekommen werden. Wenn ihr natürlich so ein Video sehen wollt, was für Boote wir wahrscheinlich mit ins Spiel bekommen werden, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare und lasst mir ein Like auf dieses Video da, falls es euch gefallen hat. Und ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr davon haltet und ob ihr auch glaubt, dass wir so ein Piraten-DLC oder sowas in der Art bekommen. So, Jungs, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein hammergeiles Wochenende. Ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus. Jungs und Mädels, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.